Ich habe jetzt die besondere Ehre, Sie an meiner eigenen Ernte von dieser Veranstaltung teilhaben zu lassen. Ich bin da auch ziemlich hin und her gesäppt zwischen den Breakout Rooms und habe eine große, dichte Mindmap erstellt in den letzten 3 Stunden. Und begonnen hat aber eigentlich die Ernte schon gestern. Und zwar hat mich vor allem die Frage fasziniert, die als erstes unter der Überschrift von der Veranstaltung stand, nämlich: Wie geht es uns? Und diese Frage hat nämlich eigentlich zwei Fragen in sich oder zwei Ebenen. Zum einen die Frage nach dem Wohlergehen und zum anderen halt die Frage nach der Beziehung. Und just zu dem Augenblick landete dann gestern die neue Narrative, ein Magazin für neue Arbeit, auf meinem Schreibtisch mit der guten, klaren These: Gute Arbeit braucht eine gute Beziehung. Und ich habe mir das jetzt quasi so eine Art Beziehungsbrille aufgesetzt bei dieser Veranstaltung, weil Beziehung ist ja etwas, was sozusagen dazwischen ist. Man kriegt das gar nicht so gut zu greifen. Es ist ein Aufeinanderbeziehen und die Beziehung selbst kann man eigentlich gar nicht erleben, sondern ich kann nur mich in der Beziehung sozusagen erleben. Und ich habe dann eben gedacht, mal gucken, was wird denn hier jetzt über die Beziehung so gesagt? Und gleich im ersten Vortrag, das, ich glaube, das allererste Bild zeigt eigentlich schon eine ganz tolle Beziehungsanalyse, nämlich sozusagen die beiden Bretter über dem Abgrund, wo zwei Menschen standen und so versuchten, sich über den Abgrund hinweg die Hand zu reichen. Einmal das Amt, andererseits die Zivilgesellschaft, Initiativen. Und es ist doch eine ganz schön wackelige Angelegenheit mit vielen Lücken zwischen den Händen, zwischen den Brettern und zwischen der Basis, die da zu sehen war. Und in einer der Breakout-Sessions, es war Herr Strahlendorf, glaube ich, der erklärte dann auch gleich, warum denn diese Lücke da ist oder wo denn die genau ist. Die ist nämlich gar nicht so im Bereich der Regel, des Regelbetriebs der Verwaltung, was ja auch Andreas Willisch bestätigte, da ist eigentlich ein Lückenschluss da, sondern in diesem Bereich, wo es jetzt um Transformation geht, also um Gestaltung von Neuem, da ist eine große Lücke, weil das eigentlich gar nicht die Aufgabe der Exekutiven ist, die Verwaltung ist, die vollziehen soll, aber eigentlich gar nicht gestalten. Aber mittlerweile ist klar, Veränderung muss gestaltet werden, auch von der Verwaltung. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, seit wann ist das eigentlich so? Wann ist das passiert? Und was sind da die genauen Parameter? Das gebe ich einfach mal noch so rein. Und ich habe dann jetzt geerntet, wie kann dieser Lückenschluss eigentlich geschlossen werden? Das DIFU hat sozusagen viele Testgebiete initiiert, um Lückenschlüsse zu proben, sozusagen. Also es wurde eine Art Netz unter diese beiden Bretter gespannt und gesagt, hey, wenn ihr das jetzt versucht, wir fangen euch auf. Oder das sind sozusagen kleine Rahmen, wo untersucht wird, wie kann dieser Lückenschluss passieren. Und es gab eine tolle Ernte da drin. Weiter den Lückenschluss unterstützen kann ein Begeisterungsteam. Das bin ich ganz begeistert von, Begeisterungsteam. Ihr Gedanken, also jemand, der tatsächlich da auch emotional unterstützt, was Herr Willisch genannt hat, wo er einbezogen oder berufen wurde, das zu tun. Helfen beim Lückenschluss können auch Interessensvertretungen, also gesammelte Stimmen, sodass klarer ist, wer eigentlich mit wem in Beziehung tritt und wer eigentlich was sagen möchte. Und es gab hier verschiedene Interessensvertretungen von Seiten der Zivilgesellschaft. Und ich habe mich dann gefragt, na ja, was wäre eigentlich eine Interessensvertretung für die Verwaltung? Oder wo ist denn da Ihre geschlossene Stimme? Gibt es das schon? Oder ist das vielleicht dann so etwas wie eben auch eine Möglichkeit für den Lückenschluss wie ein Moderator? Also Herr Strahlendorf meinte, er ist eigentlich schon so ein Ergebnis der Transformation oder seine Stelle, dass er ist nicht ganz Verwaltung und nicht Zivilgesellschaft, sondern er soll dazwischen vermitteln und eigentlich eine Art Brückenbauer sein. Eine weitere Lückenschlussmöglichkeit war der Stadtverein in Weißwasser, der ganz klar gesagt hat, wir sind ein Verein, aber wir unterstützen die Stadt. Und das ist eine anscheinend ja sehr potente und sehr stabilisierende Möglichkeit, da aufeinander zuzugehen. Und ein weiterer
Forderung oder Möglichkeit, Lücken zu schließen, ist eben auch dann neue Entscheidungswege zu finden, wie eben Verwaltung und Bürger gemeinsam entscheiden können. Da gab es ganz unterschiedliche Ansätze, die kann ich jetzt gar nicht alle wiedergeben, aber einer davon wurde auch von Herrn Renner eben genannt, also ein Bürger- oder Stadtbudget zu kreieren, über das sozusagen die Bürger und die Verwaltung jährlich gemeinsam entscheiden können, wo sie eigentlich ja, sich weiterentwickeln wollen. Also es gab eine große Fülle an Lückenschließungsmöglichkeiten. Und dann gab es in zwei Workshops hier auch nochmal ganz neue Lücken. Also in Vielfalt leben wurde klar, hier fehlt es noch ganz auch an Sichtbarkeit überhaupt. Also hier gibt es eine Lücke sowohl im Regelbetrieb als auch im Transformation, überhaupt zu sehen, wer ist alles diese Zivilgesellschaft, wer ist denn da eigentlich und wie müssen wir eigentlich mit den unterschiedlichen Menschen, die dort sind, reden und welche Strukturen brauchen die, um überhaupt auch in den Regelbetrieb und in das eigentliche Miteinanderleben aufgenommen zu werden. Und dann in der digitalen Zusammenarbeit ist eigentlich nochmal keine Lücke dargestellt worden, sondern ein ganz neuer Beziehungsraum. Ein Beziehungsraum, der digitales Rathaus heißt, digitale Dörfer, digitale Kirche. Also wie schaffen wir Beziehung und Zusammenarbeit im digitalen Raum? Die Möglichkeiten haben Sie gehört und ganz wichtig vielleicht hier, fand ich auch noch spannend, eben wie entsteht eigentlich digitales Vertrauen und braucht es dazu, es wurde immer wieder dann doch auch gesagt, auch persönliche Treffen. Also wie ist eigentlich eine gute Balance zwischen diesen beiden Räumen? Ja, das soweit meine eigene Ernte. Ich hoffe, das war jetzt nicht so schnell. Es ist eine große Mindmap entstanden und ich wünsche uns jetzt allen ganz viel innovativen Mut beim zukünftigen Lückenschließen. Es gibt total viele gute Ansätze dafür und ja, lassen Sie uns weiter darüber reden und forschen. Vielen Dank.